So Leute, was geht ab? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, im Story-Modus ist Akt 6, Kapitel 1 aufgetaucht. Und wenn man das einmal durchspielt, also nicht auf 100% erkundet, sondern durchspielt, dann kriegt man wieder Reward-Verbesserungen. So wie ähnlich wie früher, wenn man unkollektiert wurde. Das habe ich dahingehend gemacht. Die Schwierigkeit davon war okay, also ich fand das Variant-Event war schwieriger. Und es ist trotzdem, also es ist okay gewesen. Ich habe nicht speziell darauf geachtet, die leichtesten Wege zu gehen. Ich habe einfach die Wege genommen, auf denen Tier 2 Alphas sind, weil irgendwann werde ich es eher auf 100% erkunden. Da kann ich mir auch dann die Tier 2 Alphas mitnehmen, die können da drin nämlich auf dem Weg liegen. Ich weiß nicht, ob ich am Schluss noch ein paar Videos zeige, ich habe ein paar Kämpfe aufgenommen. Ich habe eigentlich so gut wie alles mit Aegon gemacht. Ein bisschen Nachteil ist natürlich, ihr könnt nur 5- und 6-Sterne-Champions benutzen. Und Heimdall und Aegon sind eine sehr, sehr gute Kombination an Charakteren, die ich dafür hatte. Da bin ich eigentlich recht gesegnet damit. Und mit den zwei habe ich eigentlich auch relativ viel gemacht. Also beziehungsweise einfach mit dem Aegon und der Heimdall hilft halt einfach ungemein. Was machen wir jetzt hier in diesem Video? Wir machen jetzt quasi das Reward Opening und dazu zählen mit unter anderem dieser Crystal hier, ein 5 Sterne 2 auf Stufe 3 Bringer. Das ist relativ langweilig, ne? Also eigentlich nicht wirklich der Rede wert, aber immer noch ein nice to have. Ich habe keine Ahnung, was ich hier möchte. Talent ist okay. Damit könnte ich zum Beispiel Crossbones hochbringen. Und dann dachte ich mir, ich kann mir jetzt diese Kavalierkristalle kaufen. Da drin können 3, 4, 5 und 6 Sterne Champion sein. Und ich würde sagen, wir holen uns mal 2 Stück von denen. Einfach nur, dass wir es gesehen haben. Aber ansonsten werde ich jetzt nicht speziell für die gehen. Habt ihr es gesehen? Da sind 6 Sterne Champions drin. Also, wenn Leute da Geld investieren wollen, können sie da sicher gut reinbuttern, um sich 6 Sterne Champions zu gönnen. Das ist jetzt nicht so mein Ziel. Aber wenn wir einen kriegen sollten, würden wir es natürlich mitnehmen. Also die 6 Sterne Proxima hätte ich genommen. Mysteriöserweise wurde es nur eine 3 Sterne Black Widow. Und dann spinnen wir noch den zweiten. Hier, danach haben wir noch einen wirklichen 6 Sterne Crystal. Dafür habe ich jetzt wieder genug zusammen. Und ein 3 Sterne Elektron. So wird es wahrscheinlich immer rauskommen, wenn man sie aufmacht, oder in den meisten Fällen. Aber, naja, man darf ja wohl noch den Traum leben, dass wir jetzt diesen 6-Sterne-Pull gemacht hätten. Des Weiteren kriege ich neue Tageskristalle und diese 4-stündigen Kristalle. Die sind hier einen Tacken besser halt einfach. Der Tageskristall sieht richtig gut aus, ich habe noch keinen gespinnt. Aber da können 4-Sterne-Champions drin sein und sonst wirklich nützliches Zeug. Nur könnt ihr hier lesen, wenn es euch interessiert, im Vergleich zu früher. Ansonsten habe ich da, glaube ich, nichts Tolles rausgekriegt. Bei mir war natürlich die Anzeige verbuggt. Das kann ich euch nachher im Video zeigen, nachdem ich den letzten Gegner besiegt hatte. Also die Rewards für den Abschluss kamen nicht. Ich habe nur die Rewards für die Map gekriegt. Also für 6.1.6 und nicht für die Beendigung von komplett 6.1. Ja, jetzt bin wir noch ein 6-Sterne-Champion-Kristall. Und was wir hier raus wollen, ist ein Symbion Supreme. Symbion Supreme wäre ich relativ glücklich damit und ansonsten nach wie vor. Und ansonsten nach wie vor gibt es hier drin, können ein paar nice Sachen werden. Manche Champions müssen erweckt sein, sind trotzdem nice. Ich habe mittlerweile viele Charaktere, 5 Sterne auf Rang 5. Die sind stärker als ein 6 Sterne auf Rang 1 unerweckt, wenn der Charakter erweckt sein muss. Deswegen sind die 6 Sterne Champions gerade in so einem Status, wo sie meistens nice to have sind, aber noch nicht wirklich diese Relevanz haben, dass ich
dass jetzt ich sag, ich brauche die Charaktere unbedingt als 6 Sterne. Den Kollegen hätte ich zum Beispiel nicht gebraucht. Das ist halt dann jetzt ein 6 Sterne Yellow Jacket. Yay. Was soll ich sagen, ne? Gibt halt absolut keinen Nutzen für ihn als Defender, selbst müsste er erweckt sein einfach. Also ansonsten, seine erweckte Fähigkeit ist einfach eine gute Defender-Fähigkeit. Arsch auch nicht so nützlich. Irgendwie leckt es wie Sau, also das ist jetzt beim Opening egal. Aber ja, bei 6 Sterne Champions habe ich wirklich kein Glück. Und da könnt ihr euch sparen zu sagen, aber du hast einen Corvus Glaives und eine Hela. Das ist großartig, Leute. Ein Luke Cage habe ich auch noch. Aber wirklich in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. In 13 Puls. In 13 Puls irgendwie einen guten Charakter zu haben. Also wirklich guten. Stelle ich jetzt mal auf das Level wie eine Domino, ein Sympion Supreme, Omega Red und Proxima vielleicht noch. Und dann so einen Charakter zu haben, den man benutzen könnte, die Hela, aber für alles, wo man sie benutzen könnte, habe ich bessere Optionen in meinen Augen. Und dann noch der Luke Cage, der nice to have ist, aber auch jetzt nicht so Knüller, aber jetzt hier wirklich... King Groot, Yellow Jacket, Storm, Iron Fist, Drax, Loki, Deadpool, X-Force zweimal, Rocket Raccoon, der Thor Ragnarok, die sind halt alle jetzt nicht so gut, die sind halt wirklich schlecht. Bisschen frustrierend, ehrlich gesagt, gerade jetzt, wenn sie Content rausbringen, indem man 6 Sterne Champions nur, oder 5 und 6 Sterne Champions benutzen kann. Ich bräuchte mal wieder was Gutes, also ne, bei mir in der Allianz gibt es halt Leute, die haben da drin eine Vielfalt an Champions, das ist unglaublich. Ich meine, ich kann nicht immer noch nichts davon in die Defense stellen. Ne? Was will ich denn davon in die Defense stellen? Der King Groot müsste erweckt sein, damit er in der Defense ein bisschen Sinn macht. Selbst dann ist er schwach. Der Luke Cage, der ist jetzt wirklich ultra leicht gegen ihn zu kämpfen. Deadpool X-Force ist auch sehr schlecht. Die Hela müsste erweckt sein, dass sie in der Defense minimal Sinn macht, auf dem einen oder anderen Knoten. Der Thor Ragnarok müsste erweckt sein, damit er in der Defense Sinn macht. Der Corvus Glaives kann in der Defense natürlich Sinn machen, aber den benutze ich logischerweise im Angriff. Ja, aber läuft gerade nicht so mit den 6 Sterne Champions. Und jetzt geht's wieder ewig, bis wir den nächsten kriegen, ne? Also, falls ihr auch dieses neue Event gemacht habt, könnt ihr mal schreiben, ob ihr was Besseres gekriegt habt als ich. Aber man kriegt hier noch natürlich dieses unverschämte Angebot. Gib mir eine Sekunde. Hier, das hier ist es. Das ist ein Juwel, wo ich einen 5-Sterne-Champion von 4 auf 5 mache. Kostet nur so um die 400 Euro. Also den werde ich mir definitiv nicht kaufen. Was halt auch ein Fail ist, hier das ganze Zeug da dazu zu kaufen. Das ist, wenn man es hochrechnet, das kostet nicht ansatzweise so viel, dass man an dieser 5-Sterne-Aufwertungs-Game irgendwie sich lohnen würde. Es ist halt random von irgendeiner Klasse. Ne? Ich meine, ich habe von dem Variant habe ich immer noch mein Forschungs-Game am Start, weil ich darauf warte, dass ich einen passenden Charakter kriegt. Früher habe ich auf Wasp gewartet, jetzt warte ich auf das Ding. Sind halt noch nicht da und so lange hebe ich das Ding auf. Dann gibt es, glaube ich, noch hier, was ist das hier? Ne, das hat nichts damit zu tun. Gestern gab es auch noch ein Angebot, als es neu rauskam, das habe ich mir auch nicht gekauft. Das war richtig schlecht. Das war, um ihn von 3 auf 4 zu bringen, glaube ich, für 200 Euro. Das ist auch nicht mehr wert. Also, gerade auf unserem Niveau jetzt hier oben, wir kriegen jetzt schon recht schnell Tier 2 Alphas. Wenn man jetzt gerade mal guckt, wahrscheinlich habe ich jetzt auch hier Tier 2 Alphas über ein, habe ich hier über zwei, habe ich hier wieder überstehen und ich habe ein paar Rank-Ups gemacht jetzt in der Vergangenheit, das heißt, ich könnte eigentlich jetzt schon wieder einen Charakter auf Stufe 4 bringen, habe allerdings eventuell jetzt auch bald, das könnte ich gucken, da ich die Anzeige falsch hatte, ich habe jetzt 23.000 Tier 5 Basics wieder, vom zweiten. Das heißt, ich bin jetzt eventuell Ende Season, wenn es gut läuft, kann ich mir eventuell den nächsten Rang 5er machen.
muss ich anfangen, mir Gedanken drüber zu machen, wen ich denn nehmen möchte von meinen Charakteren. Und ja, vielleicht warte ich deswegen mit den Tier 2 Alphas und ansonsten überlege ich, einen Defense Rank abzumachen von tatsächlich irgendeinem Skill Champion. Aber die meisten sind schon auf Stufe 3, deswegen bringt mir das Skillkämpfen vorher nicht so. Hier, das Video kann ich euch kurz zeigen, da bin ich ein großer Fan davon. Der Aegon, ne, der. Es leckt halt wirklich richtig stark, Leute. Das tut mir leid. Eigentlich ist ein Video, wo gehen sollte. Aber. Ja, es geht gerade nicht, dass ich euch sinnvolle Videos zeigen kann, aber diesen kleinen Ausschnitt kann ich euch zeigen. Hier geht der Kampf los, kassiert am Anfang einen Hit, ist unsterblich wegen der Heimdall-Synergie. Und dann macht ihr diesen Omega Red einfach innerhalb von 10 Hits platt. Danach geht ihr mit euren 1% Leben weiter. Ihr seht auch das Team, wo ich dabei habe. Ich habe das nicht benutzt. Ich habe einfach alles mit dem Aegon gemacht. Das Tolle ist, also der ist auf hier, der ist tot oder der ist auf 1%, weil vor diesem Omega Red kam ein Kork und dieser Kork hat mich viele Leben gekostet, tatsächlich. Aber er hat mich nicht tot gekriegt und mit den Wutausbrüchen, die ich gekriegt habe, weil er mich getroffen hat, konnte ich ihn dann auch töten, glücklicherweise. Aber ich bin dann auf 1% stehen geblieben durch die Heimdall-Synergie. Ich weiß gerade echt nicht, was ich gegen dieses Laggen tun soll. Ich muss, glaube ich, jetzt langsam wirklich gucken, dass ich mir ein neues Handy kaufe. Deswegen kann ich euch nicht so viel flüssige Videos zeigen hier vom Kampf. Aber ne, ich meine, ihr seht es hier am Anfang kurz einstecken, also absichtlich. Und dadurch macht ihr kurz, kriegt ihr die Wutausbrüche mit so vielen Stacks auf Aegon drauf, macht einen unglaublich hohen Schaden. Und ja, dann geht's ab. Dann ist die Ghost jetzt hier nicht so ein schwerer Gegner gewesen. Das war auch der Endboss im dritten, also im 6.1.3. Das ist ja wirklich, das geht ja gar nicht, Mann, Leute. Ich lasse euch das jetzt drin, damit ihr es gesehen habt. Aber dann wisst ihr jetzt gerade, wieso ihr gerade nicht so viele Videos habt. Ich habe von jedem Boss ein bisschen Video gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da in Zukunft was zusammenschneide. Ich fand es jetzt nicht so schwierig. Es kann sein, dass ich es bald cleare, aber vielleicht erst in ein, zwei Wochen oder so. Und dann versuche ich euch mal schöne, flüssige Videos von jedem Boss hochzuladen. Jeder Bossfight, den ich hochgeladen habe, war quasi ein First Try. Und da bin ich meistens mit dem Aegon rein, habe auch ab und zu nicht nachgelesen. Einfach rein in die Stube und gekämpft und geguckt, was passiert. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ihr habt jetzt auch gerade gesehen, hier aus 3.1, aus 6.1.3 habe ich die Ghost am Schluss mit 2% Leben von dem guten Aegon ohne Probleme kaputt machen können. War auch kein schwieriger Kampf. Schwierigere Kämpfe sind dann gewesen der Crossbones. Ich habe den mit ziemlich krassen Links irgendwie gehabt, weil ich bin einfach, wie gesagt, ich bin einfach über die Map gerannt, wo die Tier 2 Alphas waren. Da hatte ich ein bisschen mühsameren Bosskampf mir ausgesucht, aber auch der ging gut. Ich habe, glaube ich, 2 Beleber oder so gebraucht. Der letzte Kampf gegen den Sentinel, der ist tatsächlich einer der schwierigsten gewesen oder einer der langwierigsten. Da habe ich mehr als 2 Beleber gebraucht, weil ich es auch mit Aegon gemacht habe. Ich glaube, der wäre einfacher mit einem Charakter, der einen kontinuierlichen Armor Break dabei hat, weil der Aegon hatte nicht wirklich viele Stacks drauf. Hauptsächlich Aegon benutzt jetzt, um einmal durchzurennen, habe ich natürlich auch, weil Krieg und Allianz-Quest parallel laufen. Und da habe ich einfach genommen, was ich habe. Und das hat für dieses Event gereicht, ohne wirklich jetzt Unsummen an Geld auszugeben. Und beziehungsweise so gut wie gar nichts, also kaum wirklich Beleber gebraucht beim einmal durchlaufen. Also wirklich. Also da habe ich, glaube ich, um die hier komplett durchzukommen, da habe ich für eine Map in dem Variant-Ding mehr gebraucht. Deswegen bin ich ganz zufrieden damit. Gold wird langsam auch wieder mehr, das ist gut. Aber das interessiert euch nicht. Ja, das dazu könnt ihr mal schreiben, wie eure Eindrücke sind. Ich hoffe, ich kann euch dann bald bessere Videos dazu bringen. Haut da rein!